Das ist natürlich nur die Einleitung. Also nur, um Ihnen eine Idee davon zu geben, in welche Richtung das Ganze geht. Wir verstehen, was das ist. Ich dachte, es wäre vielleicht ganz gut, wenn Sie vorher wissen, worauf es hinausläuft und Ihre Ansichten zu hören. Glauben Sie, dass das so auch im Schlussbericht stehen wird? In diese Richtung, ja. Sie könnten sich nicht vorstellen, dass es noch Überraschungen geben könnte? Neue Faktoren? Neue Faktoren, ja. Noch ausstehende. Ich wüsste nicht, wie das möglich sein sollte, nein. Gut. Ich weiß nicht, wie das möglich wäre. Weil, nun ja, wir haben andere Dinge, andere Resultate erwartet. Sie sind nicht aussagekräftig. Aussagekräftig, genau. Was sagen Sie uns? Nun, eigentlich eine ganze Menge. Wenn Sie sich das mal hier ansehen, dann kommt ganz klar heraus, dass große Mengen an CO2-Ausstoß in dieser Höhe der Atmosphäre dafür sorgen, dass die Luft, die Wärme, nicht mehr abgeführt wird, sondern ganz im Gegenteil reflektiert. Was wiederum zu höheren Temperaturen führt. Und nein, diese Robert, warten Sie. Mit Respekt. Was Sie da gerade ausgeführt haben, das sagt Ihnen eine ganze Menge. Uns sagt es sehr wenig. Wir fragen uns, ob es vielleicht einen Weg gibt, wie Sie das für uns aussagekräftig machen können. Wenn es einen Weg geben würde, dass sich der Bericht vielleicht auf etwas anderes fokussieren könnte. Das hier ist das Resultat, wie wir das besprochen haben. Richtig. Oder brauchen Sie weitere Mittel, um die Dinge klar zu sehen? Sollen wir über die Vergütung diskutieren? Es geht nicht ums Geld! Natürlich. Ich denke, Sie sollten weiterarbeiten. Es sind noch 6 Monate bis zum Schlussbericht. Das ist eine lange Zeit. Da kann alles passieren.